bin hier nur Kämpfer. Wer ist der Veranstalter? Wo ist der Schiffsführer, mein Schüler? Ich weiß es nicht, ich konnte ihn nicht auffinden. Also bin ich zum Captain gegangen, aber er scheint gerade auch nicht mehr da zu sein. Guten Tag. Hallo. Sind Sie heimisch auf diesem Planeten oder auf diesem Luftschiff? Ich habe die Credits in Coins umgewandelt. Es sind 170 Coins. Wow! 170 Coins, was hat gibt's? Warten Sie, wir gehen. Nein? Wohnen Sie hier auf dem Luftschiff oder auf dem Planeten? Bitte? Geben Sie es mir hier vorne, bitte. Bin ein Reisender, ja. Bin Reisender. Ich suche hier nach was zu trinken. Dankeschön für die Waffe. Gibt's anscheinend nur Fleisch hier. Oh. Nichts Flüssiges. Okay. Ein guter Tag. Gemüseanbau. Wie gefällt es Ihnen bei uns auf dem Schiff? Ja, wunderbar. Es gibt hier interessante Dinge und manche Sachen sind auch sehr fragwürdig hier. Ja, wie schon gesagt, dies ist ein Schmuggler. Sie wäre ein Handelsschiff. Wann findet diese Veranstaltung hier statt? Und was ist der Preis für den Sieger? Ja, das sind sogenannte Boxkämpfe, kann man sagen. Das sind sozusagen, wo Männer sich mit nackten Fäusten bis zum K.O. bekämpfen. Und der Gewinner sozusagen bekommt einen gewissen Preis. Was ist der Preis? 50 Goldcoins, 50 Ragnarok-Coins. Das gewinne ich. Wann ist die Veranstaltung? Das ist eine normalerweise. Heute ist gerade normalerweise nichts. Beziehungsweise keine Veranstaltung. Soeben war ein Kämpfer da. War ein Kämpfer hier? Ja. Also haben sie heute frei. Hallo. Ach so. Ja. Ah. Wo ist eigentlich unser Koch? Bitteschön. Geben Sie mir bitte was zu essen. Sind Sie bereit? Natürlich. Also, wir brauchen das Schiedsrichter. Das ist der Schiedsrichter hin. Ihr Fleisch. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin der Schiedsrichter. Okay, kann es losgehen? Es wird nicht getötet. Jawohl. Es ist nur ein Boxkampf. Wer zuerst auf dem Boden liegt, der hat verloren. Und dann würde ich sagen, wenn beide Seiten einverstanden sind, kann es losgehen. Also, bereit. Ich habe keine Einwände gehört. Dann lass es losgehen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Voll aufs Maul. Oh. Das ging aber wirklich schnell. Schwächling. Ich bin beeindruckt von ihrer Stärke. Ich bin ein dunkler Lord. Ein starker Mensch. Ich erzeugte mal. Der muss ich erstmal grillen mit dem blauen Flecken. Bringen Sie mir einen stärkeren Kämpfer. Bekomme ich von Ihnen die 50 Coins? Jawohl, kommen Sie, folgen Sie mir kurz. Das ist leicht verdientes Geld hier. Wir nehmen hier vorne diesen Water Pestle. Bitteschön. Meister. Mein Schüler, du bist der Nächste. Sturmtruppler. Was? Ich möchte sehen, wie deine Machtnutzung ist. Du gehst als Nächster in den Ring. Der Kämpfer wird bestimmt bald sich ein neuer melden. Der andere muss ihn noch kurz ausprobieren. Kylo! 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 Los, Kylo Rain in the Chat! Hype! 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 Meister, mal so nebenbei, wegen dem Koch, er scheint Rüstung benutzt zu haben. Also, der Koch gehört zu uns, ich bin bereits darüber also, informiert. Er meldet sich freiwillig. Meinen Sie, wir möchten gehen? Captain! Entschuldigen Sie bitte, ja? Könnte ich statt Coins euren Koch gewinnen? Ah,
Das ist eigentlich schwierig, weil ich habe sonst keinen. Er ist aber ein Vertrauter von uns. Sogar vermisst. Ja, er hat Ähnliches mal erwähnt. Ah. Wissen Sie was? Bleibt auf dem Schiff. Wir könnten das so machen. Ja, ich als Captain gegen Sie als Sith Lord. Ich möchte mich gerne mal austesten. Wäre das in Ordnung für Sie? Nach meinem Schüler. Okay. Kämpfen Sie jetzt gegen meinen Schüler? Hier hat jemand bereit erklärt, gegen den Schüler. So ist der Deal. Nein, ich dachte, wir kämpfen, wenn mein Schüler fertig ist. Ich kann auch gerne gegen Sie beide kämpfen. Ich bin gespannt. Also, interessant. Der Herr, kommen Sie in die Arena. Jetzt sind wir drei Kämpfer. Der Captain hat sich eben eingemischt. Mein Schüler? Ja, Meister? Hau nicht mich um. Ich? Nein, nicht drei gleichzeitig. Wir machen erst den einen Kampf, dann den anderen. So ist es. Ist okay, dies ist okay. Das habe ich angeordnet. Captain, lassen Sie erstmal den anderen Besucher gegen den Schüler kämpfen. Ah, Sie haben ja recht. Entschuldigen Sie bitte, Darcidis. Sie müssen noch ein bisschen warten auf unseren Kampf. Wow. Ja. Die sehen ja interessant aus. Also. Los, ab mit Ihnen in den Ring. Was machen Sie hier? Wer ist jetzt der Kämpfer gegen meinen Schüler? Wir pippen Sie auch wieder auf, sollten Sie das wieder erwarten. Kämpfen Sie gegen meinen Schüler? Gut, sind beide Seiten Kylo bereit. Dein Gegner hat Hände an. Ja. Gut. Dann kann es losgehen. Stopp. Auf die er Sätze. Hat Hände an. Fertig. Benutz auch Hände, ganz einfach. Selbe Regeln, genauso wie Kopf. Die Bandagen, das ist gleichbleibende Gerechtigkeit. Sie bitte auch. Kopfbedeckung, nicht vergessen, mein auf Schüler. Sätze. Fertig. Los. Die beiden Kontrahenten. Oh. Da geht schon hart zur Sache. Oh, das war aber sehr gut, mein Schüler. Oh, den muss ich dann wohl auch erstmal wieder. Ist er tot? Auf Peppe. Nee, ist auch nur ein wenig blau. Wie sieht's aus, Darth Sidious? Oh, sie haben ihre Hände ausgezogen. Jawohl. Wir wollen uns ja schließlich unsere Kleidung zerstören. Also dann. Jetzt kommt der alles entscheidende Kampf. Wer wird den Koch mitnehmen? Beide bereit? Jawohl. Das nehme ich mal für ein Ja. Auf die Plätze. Fertig! Los! Und das wird schon hart! Und da sieht es schon hart aus! Und da hat Captain zerlegt! Auch der sieht nicht gerade gut mehr aus! Ah, mein Kopf. Ich würde sagen, ich habe den Koch gewonnen. Mein Lord, wir haben jetzt noch ein paar Sättel zum Verkaufen. Wir haben ihn wohl gewonnen. Der Sättelhändler war nicht an seinem Stand. Der Ressourcenhändler ist leider auch schon die ganze Zeit nicht erreicht. Ah, Darth Sidious. Sie haben den Kampf wohl gewonnen. Sie haben eine ganz schön harte Rechte. Koch, Sie dürfen zu Ihrer Einheit zurück. Ich gebe Sie hiermit frei. Captain Phasma, möchten Sie auch noch kämpfen? Dankeschön, ich stehe trotzdem Ihrer Schuld.
Nein, mein Lord, ich bin so schwer am Tragen. Ich denke, das wäre dieses Mal nichts für mich. Vielleicht beim nächsten Mal. Wo ist unser Rüstungshändler? Statten Sie ihn gefälligst wieder aus mit einer vernünftigen Armor. Ich kann sie nicht aufnehmen. Eine Minute. Wir müssen erst nach oben, denke ich. Wir würden jetzt gerne noch den Zettelhändler treffen. Ist er anwesend? Genauso wie Ressourcen. Mein Koch, wir gehen mal nach oben, ob wir da den Pakt schließen können. Nö, ich kann da nicht inladen. Geht nicht. Mach mal ohne dann. Auf dem Planeten. Wir suchen den Ressourcenhändler so wie Sattel. Sie bekommen auch von mir etwas. Als Dankeschön Ihrer Dienste. Ich habe zu danken. Hier noch ein paar Sachen liegen. Meister, ich nehme sie einfach. Wo ist der Schüler? Wo ist der Koch? Mein Schüler. Er ist nach unten gegangen. Nimm die Sachen auf. Achso. Gut. Da ist Captain Phasma. Vielleicht kann ich Captain Phasma aufnehmen. Warum nicht, dass ich keine aufnehmen kann? So, hallo, ich hatte jemand nach dem Sattelhändler gefragt. Lol. Sind Sie der Sattelhändler? So, was wollen. Wofür interessieren Sie sich denn? Ich habe hier gerade zur Arbeitswahl solche super tollen Hüpfer und dann noch solche Speeder, die sehr, sehr schnell sind. Zurzeit hätten wir Sättel selbst zu verkaufen. Nehmen Sie so etwas an? Ich habe keine Farbe. Ey, was hätten Sie gesagt? Wir wollen Sattel verkaufen. Ach, Sie wollen Sattel verkaufen? Ja, was hätten Sie denn für Sättel da? Haben Sie eine Lagermöglichkeit? Dann müsste ich kurz selber gucken. Ja, hier drüben, nehmen Sie. Ah, oh, diese kleinen Mistviecher immer. So, da legen Sie es doch da rein. Captain Phasma, Sie führen die Verhandlung. Das sind sehr interessante Exemplare, sogar der eine deutlich. Mit noch mehr Leder verarbeitet. Sieht doch sehr gut aus. Was sind Sie? Mein Lord? Ich bitte Hilfe. Sie sind ein Pärchen. Was wollen Sie denn da haben? Wollen Sie andere Sättel oder wollen Sie lieber Taler dafür haben? Was wären es denn in Taler? Ich würde Ihnen dafür, so sagen wir, 90 die Stimme. Taler geben. Für das Schatz, sie doch nicht so hoch. Fangen wir bei 85 an. Für das gesamte Paket. Ja. Das waren 4 Sättel, das sind nicht mal 20 Coins pro Sattel. Wer von euch zwei hat überhaupt das Sagen?
Was wollen Sie gerne? Naja, die Frau, das ist ja das Problem. Wir wissen nicht so genau, wer ist. Mal liegt er rum, mal liegt ich rum. Wir wissen es nicht. Okay. Ja, und wem sein Angebot zählt... Der ist aber lang. Wie bitte? Wem sein Angebot zählt jetzt? 90 oder 85? Naja, das ist für 90. 85. Captain, fass mal, was nehmen wir, Mann? Aber nein, das 90. Wir brauchen doch mal endlich wieder ein paar Taler. Wir können uns kaum noch was zu essen leisten. Das kannst du nicht machen, das ist doch viel zu günstig. Ich koche, ich weiß doch, was es kostet. Aua! Hör auf, mich zu peitschen. 85. Nein, nein. Wie wär's mit dem Tausch gegen einen anderen Sattel? 85. Einen besseren. Aua. Was für ein Sattel würden Sie gerne dafür haben? Ein Fassmann steht hinter Ihnen. Oh, hier stehen viel zu viele weiße Leute rum. Das ist wieder Wir haben eine neue Kreatur getamed. Sie scheint sehr schnell zu sein. Sieht aus wie ein Breitmaul. Ist ein bisschen kräftiger wie ihre Springer. Ich meine Flitzer. Es hat in etwa dieselbe Struktur wie ein Breitmaul, jedoch mit dem Hals einer der Kreaturen, welche Sie gerade hier stehen haben. Und die Vorderbeine reichen bis auf den Boden. So ein Iggy. Ja, das ist... Wie haben Sie die Kreatur genannt? Ach, wie gerne hätte ich Auswahl. Ein Iggy. Ich habe die Iggy genannt. Ich dachte, das wäre ein toller Name. Ja, Sie hatten Sie einen guten Sattel dafür. Gut, also dann wollen Sie, dann werde ich mal schauen, was ich so im Lager habe. Bis gleich. Bis gleich, Schatzi. Nö. Oh Mann. Sturmtruppler, haben Sie keine weiße Hose bekommen? Nein, ich war Schattentruppler. Das sind meine alten Beinpanzerungen. Wissen Sie, wo der Druidenhändler hin ist? Der Schiffsführer hat es nicht gewusst. Mein Schüler ist an einem Begleit... Der Händler müsste eigentlich da sein. Vielleicht befindet er sich doch im Lager. Wir sind an so einem Begleitdruiden interessiert. Müssten Sie mal die Wache fragen, wo die ist. Mhm. Captain Fassmann, wir benötigen auch noch eine Flugmaschine. Versuchen Sie, das Ganze weit runter zu handeln. Ich denke, die Flugmaschine ist sehr teuer. Sollten Sie Beziehungen hier auf dem Schiff schließen? Würde das in den... Bitte? Sollten Sie Beziehungen, ich weiß ja nicht, wie lange Sie schon auf dem Schiff sind, knüpfen? Ich bin auch erst seit ungefähr 3 Wochen auf diesem Schiff. Freundschaften geschlossen? Könnten Sie irgendwie die Verhandlungen verkürzen? Leider hatte ich keinen Kontakt hier mit sehr vielen Leuten auf diesem Schiff, weil ich sehr lange in der Kantine schuften musste. Bedauerlich. Und da ging es halt nur ums Essen. Es geht immer ums Essen. Essen ist was Schönes. Ich koche auch mal lieben gern. Wie lange braucht dein Frauchen? Weiß es nicht. Oder Männchen. Los ihr drei, ihr sollt arbeiten. Braucht immer so lange, auch fürs Umziehen. Ich glaube nicht, wie lange das dauert im Bad. Wo ist der, wie heißt dieser Laden? Ballonverkäufer.
Mein Schüler, geh es mal bei dem Captain erfragen. Wissen Sie, was im Durchschnitt hier so die Balloons kosten? Diese Fluggeräte? Captain? Ja? Wo ist der Ballonverkäufer? Entschuldigen Sie bitte, ich verstehe Sie sehr schlecht hier. Kommen Sie mal bitte hier runter. Wo ist der Ballonverkäufer? Im Schnitt kosten sie ungefähr 50. Ballonverkäufer. So, da bin ich wieder. Wo sind Sie? Hier, hallo. Also, ich habe hier mal im Lager geguckt. Ich habe einen tollen Sattel für Sie gefunden. Der wird Ihnen bestimmt gefallen. Da, bitte sehr. Schauen Sie sich den mal an. Der 100 Rüstung über Miguanodon-Sattel. Wow. Ach, ist es noch einer von deinen, Schatz? Ja. Das ist ja ein toller Satz. Ich denke, den also nehmen wir im Tausch. Sehr viel Liebe und Fleiß fertig. Ich denke, den Tausch können wir so absegnen. Dann bin ich sehr erfreut, mit Ihnen Geschäfte gemacht zu haben. Wir freuen uns, mit Ihnen weiterhin Geschäfte machen zu können. Wenn Sie wieder etwas haben, kommen Sie bitte vorbei. Haben Sie... Wie viel kostet so eine kleine Kreatur? Captain Phasma. Natürlich mal nicht. Hat diese Kreatur einen Nutzen? Welche Kreatur? Dieser kleine, niedliche, putzige Hüpfer? Ja, dieser kleine, putzige mit dem langen Schweif. Au. Sind Sie der Ballonverkäufer? Also, entschuldigen Sie bitte, ich war gerade ein bisschen neben der Spur. Ich bin ein bisschen erkältet. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir interessieren uns für Ihre Balloons oder andere Flugmaschinen. Balloons? Ah, gute Gefährte, gute Gefährte. Ich habe noch einen im Angebot für Sie, wenn Sie möchten. 50 Ragnarok-Coins. Ich hoffe nicht, dass das dieser Beschädigte ist, der uns hier hochgebracht hat. Nein, nein, das liegt nur an seiner Wartung. Das ist, ja, der Flieger hat... Das ist mein Lieblingshaustier. Das wird nicht verkauft. Ah ja, hat nicht alle Tassen im Schrank. Er müsste das Weiche reparieren lassen. Er hat kein Gold dafür. Nun, ich muss Ihnen sagen, Sie sind die letzte Station, die wir angehen. Unsere Ragnarok-Taler sind sehr geschrumpft. Jetzt bringt endlich das 100. Diese 50 Taler sind recht viel. Gerade auf diesem Schiff. 50 Taler sind viel, aber auch dieser Ballon ist sehr teuer in der Herstellung. Und auch die Materialien... Entschuldigung. Sind sehr schwer zu beschaffen. Gott, dann gehe ich mal Futter holen. Ja, jetzt ist er weg. Also, ich finde, die machen sowieso zu viel. Aber gucken Sie sich mal diese... Ich kann leider nicht runtergehen von dem Preis. Also, möchten Sie einen, den Ballon trotzdem kaufen, oder? Wenn wir runterdrücken. 50 Coins besitzen wir nicht mehr. Wie haben Sie denn? 15. Wenn das Geschäft gegenüber zustande kommt. Boah, das ist echt zu wenig. Haben Sie vielleicht etwas anderes, was Sie mir anbieten können? Oder wie viel würden Sie Ihnen zahlen? Ich könnte Ihnen einen Koch anbieten. Ein Koch? Ja. Entschuldigung, mein Lord, ich habe nur 50 von unserem Captain geschenkt bekommen. Das sind aber Ihre Coins, nicht meine. Ja, ich werde sie nehmen. Ich würde sie Ihnen überlassen. Dann geben Sie die hier rein. Das ist schlecht, dass Sie diese Information jetzt laut genannt haben. Perfekt. Es freut mich immer wieder. Also, nehmen Sie gut, dann werden wir wohl deine 50 nutzen müssen. Leg sie mal in den Mörser. Schüler? Ja. Wann denken Sie, haben Sie eine weitere Flugmaschine? Oder ich denke, in ungefähr einer Woche werde ich eine hergestellt haben. Und dieses Handelsschiff, wie lange rastet es? Liefern Sie uns die Tiere? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist Option des Captains. Herr Rüppler, hast du die Flugmaschine? Am besten Sie Flugmaschine gebe ich Ihnen sofort. Ich muss den Ballon aufladen. Gut, wir sind gegenüber. Ja, okay, das will ich dann machen.
Dann werde ich ihm die mitgeben, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Der ist sowieso so etwas wie ein Postbote bei uns. Okay, danke schön. Tschüss. Oder würden Sie ihn auch noch fragen, wann der Druidenhändler wieder anwesend? Der Druidenhändler? Mein Lord, haben Sie einen Ballon erworben? Ich glaube, der... Unser Koch hat einen erworben. Weiß ich aber nicht genau. Ich habe den länger nicht mehr gesehen. Wir konnten jetzt leider Ressourcen verkaufen. Wir konnten leider was? Keine Ressourcen verkaufen. Das ist sehr schlecht. Ich muss mal noch bei dem Captain erfragen, wie lange dieses Luftschiff rastet. Ein Sturmtrüppler. Haben Sie darin ein Muster erkannt, wie lange das Schiff rastet? Hören Sie bitte kurz mir folgen, dass Sie den Ballon mitnehmen können. Sturmtrüppler. Ich meine, das Schiff rastet 2 Monate hier. Nimm dein Gefährt entgegen. Kannst du so, damit fliegen? Den Ballon können Sie nun übernehmen. Ich habe die Steuerungseinheit schon eingestellt auf Sie. Mein Sturmtruppler möchte gerne eingewiesen werden. Ja, kommen Sie bitte mit. Ich werde Sie auf die Konsole einweisen. Entschuldigung, kommen Sie bitte. Oder sonst wollen Sie das? Sturmtruppler? Ich habe etwas entwendet. Bitte folgen Sie mir einmal kurz. Nicht hier, erst wenn wir wieder zurück sind. Das ist recht einfach. Sie müssen sozusagen an das Lenkrad hier gehen, dieses Zahnrad. Und dann müssen Sie, glaube ich, soweit ich weiß, E drücken. E? Okay. So, und dann müssen Sie sozusagen noch einmal, wenn Sie in die Steuerkonsole gehen, dann können Sie sozusagen bei hoch und runter und links und rechts und dann können Sie hoch und links und vorne. Das ist ein schöner Abend. Okay, ich werde es testen. Mit völliger Energie wird das angetrieben. Die Energie ist sozusagen mit einem Dampfdruck. Gehäuse drin, aber diese Energie ist sozusagen Unverbraucher. Also das, damit können Sie auf jeden Fall fast unendlich fliegen. Sind wir fertig? Haben wir alles? Der Ressourcenhändler wird ja wohl heute nicht mehr auftauchen, nehme ich wohl an. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich würde mich dann weitermachen. Ah, ich muss noch zum Captain. Obwohl, von unserem Koch wissen wir ja, wie lang das Schiff tot ist. Ja... Es könnte auch länger sein, dass es hier rastet. Es muss momentan viel repariert werden. Ich werde demnächst noch eine Lieferung von dem Herrn Sky bekommen. Vielleicht kann der uns nochmal die nötigen Informationen geben, aber sollten wir uns möglichkeitshalber vom Captain verabschieden. Wie fanden das Luftschiff? Mal ein bisschen Feedback. Sturmtruppler, kannst du die Tür öffnen? Ich versuche es. Wo ist der Captain? Er ist immer hier drin, normalerweise. Sturmtruppler, diese Tür. Guten Tag. Und wie war es bei uns auf eurem Schiff? Wir haben sehr viele Händler noch vermisst. Aber... Ja, einige sind derzeit nicht hier. Ich muss ein bisschen neu aufstocken. Wir haben derzeit ein paar Probleme mit unserem Schiff und deswegen... Ja, müssen wir gucken. Also rasten Sie noch länger in diesen Lüften. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie das nochmal bitte wiederholen? Rastet Ihr Schiff noch länger in diesen Lüften? Nicht mehr lange. Wir werden bald fortfahren. Weil unser Schiff ist jetzt fast so gut wie repariert. Und danach werden wir uns weitermachen zu einer neuen Position. Wo ist mein Sabotage-Druide? Gut. Wir können Sie aber gerne über Sky, über den Schmuggler, bei denen informieren, wenn sich die Position geändert hat. Ich habe mich gewundert, dass Herrn Sky nicht auf diesem Schiff ist. Er ist derzeit im Auftrag. Er hat irgendwas mit dem Fischer wieder zu tun. Der alte Auftrag. Er ist beim Fischer, gut zu wissen. Wir würden uns verabschieden und Ihr Schiff wieder verlassen. Alles klar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und weiterhin tolles Gelingen. Trainieren Sie. Ich möchte das nächste Mal einen würdigen Gegner im Boxkampf. Ich werde mich darum kümmern. Wobei Sie sich länger gehalten haben als die anderen Kämpfer. Ja, sonst wäre ich nicht der Captain. Einer muss ja hier so wenig das Steuer übernehmen.
Ja, Meister. Trainiere du auch. Du bist das nächste Mal gegen den Captain dran. Enttäusch mich nicht. Auf bald, möge die Macht mit ihnen sein. Mit ihnen auch. Das sieht jetzt. Drum, drum, drum. Warten Sie, ich führe Sie hinaus mit. Ich werde Sie noch. Gut. Legen wir wieder runter. Bei dem Flug geht's nicht wieder so schlecht. Das ist immer so ruckartig. Fliegen Sie auf die Brücke unten. Wir haben da unsere Tiere stehen. Verstanden. Mein Lord. Ja. Diese Brücke? Sie müssten eine Landevorrichtung sehen. Captain Phasma, ich verstehe Sie nicht. Kontrollieren Sie Ihren Helm. Besser, mein Lord. Ich denke, der Ballon stört Ihren Helm. Warum kann ich nicht hinladen? Captain Phasma, nehmen Sie den Sturmtruppler auf. Haben wir Tribe Limit erreicht hier? Das wäre der Hammer. 12, 4, 6, 8. Doch, wir haben Tribe Limit erreicht. Ah! Das ist arm.